Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Numero. Heute ein Thema, das vor Jahren in aller Munde war, sich aber Gott sei Dank etwas beruhigt hat. Von was spreche ich? Welches Thema hat sich beruhigt? Ich kenne kein Thema, das sich beruhigt hat. Koi-Herpes-Virus vielleicht. Das hat sich wirklich. Ist es jetzt eigentlich anzeigepflichtig? Ich habe heute den ersten Fall dieses Jahr bei mir in der Gegend. Ist es noch anzeigepflichtig oder nur meldepflichtig? Im Moment ist es in der EU meldepflichtig, aber in Deutschland noch anzeigepflichtig. Und wie wird es in Zukunft sein? Das wissen nur unsere Behörden. Also rufe ich beim Herrn Habeck an. Ich kann mal probieren. Vier Koi mit Tumor in 1,5 Jahren. Hallo Modern Koi Blog. Wir verfolgen eure Blogs mit großem Interesse und haben viel gelernt. In den letzten 1,5 Jahren haben wir 4 Koi durch Tumore verloren. Beim letzten hatten wir einen Koi-Doc da und der Koi hatte nur eine Schwimmblase, vermutlich durch den Tumor. Jetzt hat wieder ein Koi die Symptome. Der Teich hat 40.000 Liter und ist 2 Meter tief. Ein Trommelfilter mit 2.900 Liter Volumen, Biofilter. Eine Wärmepumpe für 24 Grad von April bis Oktober. Wasserwerte KH4, Teich, Ausgangswasser KH4, pH 7,5, Sauerstoff 9, Nitrit 0,1, Wasserwechsel 10% die Woche. Welche Gründe gibt es für Tumore und was kann man dagegen machen? Noch ist kein Konishi-Koi betroffen, aber wenn es so weitergeht, Danke euch zwei und macht weiter so. Ihr seid ein cooles Team. Sascha und Sabrina. Da steht Sascha, aber ist sicherlich Sascha gemeint. So. Was sind die Gründe für Tumore? Die Genetik. In 90% aller Fälle. Und hast du nicht das Gefühl, dass die Tumore zurückgegangen sind in den letzten Jahren? Nicht? No. Dann war es halt auch wieder nur so eine Facebook-Propaganda, wo man da eine Zeit lang gemacht hat, wo man versucht hat, Dinge in Misskredit und was weiß ich was zu bringen. Ich habe eine Sache, wo ich wirklich beobachte seit vielen Jahren. Und wir haben das Thema, jetzt haben Sie ja gesehen, ich habe Sie gefragt, welches Thema ist zurückgegangen. Wir haben das Thema nicht vorher abgesprochen oder so. Was ich beobachte ist, dass es in manchen Teichen eine gigantische Häufung gibt, wobei in anderen Teichen überhaupt gar nichts passiert oder im normalen Maße alle paar Jahre mal einer. Ja. Aber ich habe den Verdacht, dass an manchen Teichen irgendein Faktor, der mir aber noch gänzlich unbekannt ist, eine Rolle spielt, der die Tumorbildung auf jeden Fall fördert. Das mag schon sein, aber ich kann es jetzt eben auch statistisch nicht nachweisen. Aber du kennst die Teiche, wo, weiß, so wie Sascha und Sabrina ganz da schreiben. Genau. Ich weiß auch nicht genau, wie man es interpretieren muss. Klar ist, das Koi-Hobby hat sich jetzt über die letzten 20, 30 Jahre entwickelt und in vielen Teichen sind die Tiere jetzt einfach auch in einer Altersgruppe. Ich sage immer, zwischen 8 und 12 ist es die häufigste Todesursache, wenn mit dem Teich alles normal läuft. Ich habe jetzt jede Woche einen pro Tag, den ich einschläfer mit Tumor. Also es ist für mich jetzt eine wirklich häufige Problematik. Aber zu einem Teil hängt es sicherlich mit den Altersgruppen zusammen, mit denen ich zu tun habe. Und zu einem anderen Teil gibt es aber, ich sage normalerweise so Pechvögel. Die ziehen es irgendwie an. Entweder sie haben den Blick sozusagen, den Röntgenblick beim Aussuchen schon, dass das irgendwelche Tiere sind. Also ich bin ja auch so ein Glückspilz, der immer defekte Ware kriegt. Wahrscheinlich nicht Koi-Liebhaber wäre bei mir, würde der Koi auf dem Weg vom Händler nach Hause schon einen Tumor in der Tüte sterben. Naja, so schlimm, so schnell geht es nicht, aber es kann verdammt schnell gehen. Jetzt im Spätsommer wachsen die Tumore zum Teil von einer Woche auf die andere. Man sieht in der ersten einen Woche noch normale Fische und die nächste Woche kommen schon die Beulen. Also es kann dann schon sehr schnell gehen. Aber die unsinnige Operiererei hat aufgehört hoffentlich, oder? Also machst du es noch? Ich sowieso nicht, nee. Du kannst kein Blut sehen, gell? Spaß. Nein, aber ich man könnte dem Fisch Sinn helfen, aber ich kann kein Blut sehen. Geilster Tierarzt ever. Gehen Sie bitte mit dem Kaninchen zum Kollegen. Ich kann das nicht aufschneiden. Ja, nee, das ist tatsächlich aus meiner Sicht nicht erfolgreich genug und für die Tiere auch nicht unbedingt schön mit dem ganzen Blutverlust und dem ganzen Außenrum, ohne Chemotherapie, ohne
Bestrahlung sehe ich da auch in der Praxis wirklich keinen Sinn. Das dürfen andere gerne anders sehen, aber das ist eben mein. Wie viele Koi sind in dem Teich am Tumor gestorben? Oh, da habe ich jetzt keinen absoluten Überblick. 12 Jahre ist der Teich alt ungefähr. Also ich weiß von 3. 60 Koi. Von 3 weiß sie und ich sage, jetzt verdoppeln wir die Zahl, waren 6. Ja. In 12 Jahren bei 60 Koi. Ja, und die waren ja keine Babys. Die waren keine Babys, also von 60 Koi, 6 Stück maximal in 12 Jahren, heißt alle 2 Jahre ein Koi. Und das ist, sag ich mal, wenn man denkt, dass man es mit einer Zuchtform zu tun hat, dass, so wie Sandra sicherlich richtig sagt, dass die Genetik eine Rolle spielt, eine Hauptrolle. Ist ja bei uns Menschen auch so. Es gibt Familien, die haben einfach die Disposition und da kann man dann auch nichts dagegen machen. Das ist dann halt so. Und die Züchter machen das ja jetzt auch nicht willentlich. Ja? Wenn die das merken, dann werden die da, ich sehe jetzt schon unsere nächste Zuschauer fragen, Leibers Haus doch geweht werden. So, und dann ist das eine normale Häufung. Ja? Oder würdest du die jetzt schon als hoch betrachten? Nein, also sagen wir mal, 8 Jahre, einer pro Jahr, ist durchaus realistisch. Ja, und die ältesten Koi hier sind 15, 16, 17 und die jüngsten sind jetzt vielleicht 3, 4, 5. Da passt es dann. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass tatsächlich häufige prophylaktische Malachit-Grünbehandlungen da schon auch noch eine Rolle spielen, die tatsächlich nachgewiesenermaßen auch eben krebserregend sind. Also ich sage, bei den ganzen Chemikalien und Medikamenten so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Richtig, genau. Sehe ich auch so. Wenn Sie es hinkriegen, das alles über einen vernünftigen Kauf, Besatz und Wassermanagement zu machen. Und Ernährung. Ernährung wollte ich als erstes sagen, dann ist das ein viel, viel, viel angenehmeres Spiel für alle. Da ist so ein Metallgestell drin und dann der Kunststoff, wo ich drauf reibe. Und immer wenn ich aufstehe, kriege ich eine geballert. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss.